Hallo, hallo Freunde chinesischer Smartphone-Kunst bzw. chinesische Marken, die ihren Geräten gerne Namen geben, die bereits andere bekannte Marken verwenden, wie zum Beispiel Samsung mit dem Galaxy S8. Meigu, Meiju, Mei, vor allem sind zwei I's und zwei O's, je mehr umso besser. Es heißt auf jeden Fall auch S8, weil es nämlich auf der Verpackung steht. Also mein erstes Gerät von Meigu, es war eine Zuschauerempfehlung bzw. die Bitte eines Zuschauers. Ich kann allerdings, um gleich eins vorwegzunehmen, nicht alle S8 ähnlichen Geräte oder alle, die diesen Namen tragen, testen. Es sind im Moment echt zu viele. Meigu behauptet in seiner Werbung natürlich nichts anderes als wieder mal das beste und leistungsfähigste Telefon der ganzen Welt gebaut zu haben. Ja genau, und ich bin ein Hund. Nun, und was dieses weitere S8-Modell so alles drauf hat, das werden wir zwar nicht heute klären, aber zumindest werden wir uns heute eine kleine Kurzübersicht verschaffen, so ein bisschen technischen Daten, was es kostet, wo es herkommt und, mal anschalten, mal ein bisschen gucken, Verpackungsinhalt, ihr kennt das Spielchen. Das Review wird eine Weile dauern, ich habe im Moment echt zu viele Geräte hier noch im Test-Moment, aber es kommt. Viel Spaß. So, da hätten wir auch schon die schlecht schließende Verpackung. Wir schauen erstmal, was Meigu seinen Geräten so alles mit beilegt. Da hätten wir einen Silikon-Bumper in ziemlich groß. Meine Güte. Hier in golden. Nano Soft Explosion Proof Membrane. Insane in the Membrane. Okay, das scheint hier eine Display-Schutzfolie zu sein. Da, wunderbar. Ein Quick Start Guide in allen möglichen Sprachen, die es so gibt. Und der Pika bzw. SIM-Tray Opener. Und das dazu passende Ladegerät hier auf 5 Volt und 2 Ampere. Oh, das ist ganz vernünftig. So, und während wir dem S8 beim fröhlichen Starten zuschauen, kommen wir noch zu den technischen und wirtschaftlichen Details. Das Gerät kostet derzeit 193 Euro bei Gearbest. Nicht im Angebot ist der normale Preis. Wo es das Gerät noch sonst so gibt, werde ich noch schauen. Ihr findet die Links wie immer alle unten in der Videobeschreibung. Das Teil ist alles andere als ein Winzling mit einem 6,1 Zoll großen Display, welches mit 2160x1080 Pixel auflöst. Im Inneren werkelt ein MediaTek MTK6750T, beinhaltet einen Quad-Core-Prozessor, ein Octa-Core-Prozessor mit 1,5 GHz pro Kern, 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB Festspeicher. Der lässt sich natürlich per MicroSD-Karte erweitern. Wow, es kommt übrigens der Sound. Yeah. Die Hauptkamera ist eine Dualkamera mit 13 und 5 Megapixeln und wird von Sony gesponsert. Die Frontkamera, die löst mit 5 Megapixel auf. Wir haben natürlich Wi-Fi, GPS, LTE und Wi-Fi und Bluetooth 4.0. Und ein Fingerprint-Scanner, Android 7 und einen 3300 mAh starken Akku. Und dieses gekurvte Display nennt sich diesmal nicht 2,5D, sondern 3D. Was ja jetzt so ein exakter Unterschied ist. Ich weiß nur, es ist das Beste auf der ganzen Welt. Ne? Genauso wie die Kamera, der Prozessor, das Display und das Gehäuse. Und ich bin mir sicher, dass es mit 6,1 Zoll mit Sicherheit nicht gerade leicht ist. Ich bin mal gespannt, in der Beschreibung steht es nämlich nicht. 191 Gramm? Ach, ich muss sagen, für 6,1 Zoll geht das aber absolut klar. Das geht ab. Ich hätte mit mindestens 200 gerechnet. Hier Wernitor Plus zum Beispiel, ja, wiegt fast das gleiche. Eins der gängigen, naja, Probleme ist ja bei diesen S8-Kopien im Moment, für mich zumindest, dass sie neben der Größe, 6,1 Zoll, die müssen ja irgendwo hin, ja auch noch sehr schwer sind. Da haben in der Regel wirklich plus 200 Gramm. Aber nö, 190 Gramm, das geht für 6,1 Zoll auf jeden Fall. Ich denke, ich weiß nicht, ob es mit erwähnen muss. Das Gerät heißt ja nicht durch Zufall S8. Es ist natürlich ein 18:9 Displayformat, ja, wie beim Original. Oh, außerdem, ja, schön abgerundetes Display. Seht ihr? Macht schon was her. United States of America? Nee. Katalatansk. So, das Blau ist schon mal sehr blau. Also, was jetzt so die Farbwiedergabe angeht. Na, warum will er nicht überspringen? Wir machen natürlich als ganz neues Gerät und wälzen uns hier mal noch ganz schnell durch den Assistenten. Mit 190 Euro gehört ja diese S8. Ups. Mit 190 Euro gehört ja diese S8-Version schon zu den etwas preisintensiveren Modellen. Und wenn die Vorderseite hier doch auch recht imposant aussieht, präsentiert sich die Rückseite hier in Plastik. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier eine polierte Plastikoberfläche ist. Es sieht auch nett aus, auf jeden Fall, glänzt schön. Aber erstens ist das hier das Logo aufgedruckt. Das könnte sich also durchaus abnutzen.
Und zweitens, eine hochpolierte Plastikrückseite neigt eher zum Zerkratzen. Werde ich ja dann im Alltagstest ja dann auch sehen und euch natürlich berichten. Ja, ansonsten sehen wir ganz typisch hier die Dualkamera, die erwähnte LED-Blitz und darunter der Fingerabdruckscanner. Hier auf der linken Seite haben wir die Lautstärke-Wippe und eine Taste. Diese Taste, dachte ich zumindest, wäre die Power-On-Taste, ist sie aber nicht. Ich dachte erst, der Akku wäre leer bzw. das Gerät ist kaputt, hab's dann angeschlossen als Ladegerät, um dann festzustellen, ja, das ist die Power-On-Taste, seht ihr, auf der rechten Seite. Das ist wahrscheinlich eine frei belegbare Taste, das bekommen wir mit ganz großer Sicherheit noch raus. Hier auf der unteren Seite USB-C-Anschluss, daneben Klinkenanschluss und hier wieder angedeutet Stereo-Lautsprecher, aber ich denke mal, es wird sich wieder um Mono handeln, kriegen wir aber auch raus. Auf der oberen Seite haben wir den SIM-Tray, seht ihr, und das war's. Das ist hier eben das angesprochene Curved Design, also an beiden Seiten ist es dann zum Rand hin halt so geschwungen. Es ist besonders ungünstig, wenn man das Gerät denn vorhat, auf den Boden zu schmeißen, denn da geht das Displayglas mit ganz, ganz großer Sicherheit auch kaputt. Aber was soll's, es sieht geil aus. Hier wird ein bisschen am System rumgefuscht. Erstens fehlt der App Drawer, alle Apps sind auf dem Desktop. Zweitens, wenn ich auf den Desktop gedrückt halte, komme ich nicht in die Desktop-Einstellungen, so wie es normalerweise der Fall ist. Oder was ist, wenn ich ein Item hier, Icon in die Hand nehme? Auch nicht. Aber lustige Effekte sieht man jetzt wahrscheinlich gar nicht so gut. Da müsste man also der Hintergrund ist ja nun sehr ungünstig hier um die Bezels. Aber gut, dafür gibt es auch das Einstellungsmenü. Das sehen wir links und rechts, ne, ist schon recht schmal. Hier unten mal kurz die Tasten ausgeblendet und haben wir dann einigermaßen Vollbild. Hier oben, passt, links und rechts. Ja. Ist schon nicht schlecht. Die Auflösung hier, ganz schön hoch, ne, hat man ja gesagt. Also 6,1 Zoll erwarte ich auch ein bisschen mehr als HD. Zumal der SoC das ja auch hier mitmacht. Der dürfte uns einiges hier an Antutu-Punkten bringen. Ich rechne mit 40.000 und aufwärts. Ja, also Display hier, schön, alles scharf, bunt. Ich habe leider noch nicht genau herausgefunden, wie ich jetzt ein anderes Wallpaper einstelle, damit wir uns hier auch mal die Farbwiedergabe ein bisschen besser reinziehen können. Adaptive Helligkeit, na gut, das dürfte aber klar sein. Den Preisbereich auf jeden Fall dabei. Ja, ist jetzt hier aus. Mirror Vision auch am Start. Das volle Programm hier. Change Wallpapers. Screen out to replace the lock screen wallpapers. Heißt ein Screen out. Ja, ist auch egal. Ah, ich habe es rausbekommen, wie man in die Einstellung vom Desktop reinkommt. Ist hier ein bisschen ungewöhnlich. Und habe einen etwas farbenfroheren Hintergrund hier auswählen können. Es gibt natürlich einige zur Auswahl. Und jetzt sehen wir erstmal die Ränder besser. Ja, auch oben. Und wir sehen, also es ist wirklich gut. Also das Verhältnis zwischen dem Display und Gehäuse kann sich durchaus sehen lassen. Auch die Farbwiedergabe, ja, jetzt dank des neuen Hintergrunds, auch wunderbar. Mir gefällt's. Display Timeout. Darauf muss man erstmal kommen. Wir müssen mit hier wie Pitch to Zoom Geste zusammenziehen. Und schon sind wir in den Einstellungen vom Desktop. Könnt ihr Hintergründe einstellen. Dann haben wir auch noch mehr zur Auswahl. Ja, seht ihr. Zum Beispiel das hier. Und dann einfach nur wieder rausgehen. Und schon ist es eingestellt. Sieht auch ganz schmuck aus. Was haben wir noch? Widgets, klar. Spezialeffekte, das sind da die Blättereffekte. Welle, das klingt auch ganz fantastisch. Wow. Einblenden. Na gut. Und wir können hier auch direkte Themen auswählen. Da wären dann Icons und Hintergründe. Oh, das macht ja instant. Mäh, wollte ich gar nicht. Okay, also insgesamt hier schon mal rein, wie sich's repräsentiert, ist es ganz schmuck. Einstellungsmenü mal ganz kurz durchgeschaut, ob wir hier noch irgendwas Interessantes finden. Der Rest scheint hier wieder Stock Android zu sein. Ja, also das sehen wir auch im Einstellungsmenü. Wurde halt nur so ein bisschen beim Desktop rumgespielt. Entwickleroptionen sind bereits freigeschalten, auch nicht aktiviert. Okay, was haben wir noch? Über das Telefon kann man ganz reinschauen. Systemaktualisierungs-App ist dabei. Android 7 hatten wir ja schon erwähnt. Viel mehr sehen wir hier aber auch nicht. Intelligent Assist ist dabei. Navigation Bar, da können wir uns das hier unten ein bisschen optimieren. Zum Beispiel, indem wir, das mag ich zumindest, das hier tauschen, die kapazitiven On-Screen-Tasten. Können wir übrigens auch ausblenden und mit Einwisch wieder einblenden. Hier haben wir Non-Touch Operations, aber die sind dummerweise nicht erklärt. Non-Touch Unlock, okay. Non-Touch Operation in Gallery, okay, würde ich mal vermuten, dass man jetzt mit der Wischerei sich dann durch die Galerie hier swipen kann. Genauso auch mit der Musik. Ich deaktiviere das mal. Ich habe keine Lust, das Automat versehentlich zu benutzen. Split-Screen-Mode. Cool. Okay, gut. Nun kann ich hier offensichtlich, ich weiß nicht, ob das bei 6,1 Zoll schon Sinn macht, kann ich zwei Apps sozusagen gleichzeitig verwenden hier im Split-Screen-Mode. Und wie kriege ich das Ding eigentlich wieder zu? Aha, wieder gedrückt halten und wir sind nur zurück.
Und witzigerweise geht auch jedes Mal, wenn ich das Gerät hier in den Lockscreen schicke, habe ich einen anderen Hintergrund. Das ist auch ziemlich nice. Bei den Einstellungen hier haben wir auch einen Blue Light, also einen Lesemodus. Also seht ihr, wird der Blaulichtanteil ein bisschen rausgefiltert. Jetzt ist das alles ein bisschen angenehmer für die Augen. Mache ich auch mal wieder aus. Und hier haben wir doch was zu der Taste auf der linken Seite. Camera Side Key Description. A long press the Side Key to enter the camera interface. Aha, das ist also offensichtlich rein für die Bedienung der Kamera gedacht. Mir wäre es also lieber gewesen, wenn die Taste auch individuell noch belegbar wäre. Seht ihr, wir kommen mit einmal in die Kamera rein und können jetzt auch damit Fotos machen. Jetzt brauchen wir noch irgendwas, was wir fotografieren können. Ja, ich finde es an sich eigentlich ziemlich gut, dass ein Handy so eine zusätzliche Taste hat. Warum nicht? Ist ja nicht so, dass das ganze Design jetzt zerstört wird, wenn man einen zusätzlichen physikalischen Button da jetzt unterbringt. Ja, zum Beispiel hat ja auch Apple traditionellerweise, muss man ja schon dazu sagen, hier oben mal so einen Button, ja, einen kleinen Schiebeschalter, um das Gerät stumm zu schalten. Und die meisten Geräte haben einfach nur ein paar On-Taster und die Lautstärkewippe. Nö, ich finde das was cool, weil das ist auch noch so von früher, ne? Wie man halt die normalen Kameras so kennt. Die haben ja letztendlich auch immer einen Auslöser. Klar, warum nicht? Finde ich eine gute Idee. Wie gesagt, hätte mir mehr gefallen, wenn die Taste individuell belegbar wäre. So ist es das jetzt, eine reine Kamerataste, aber warum auch nicht? Wenn wir hier mal ein bisschen reingehen und jetzt uns mal so das erste Bildchen hier anschauen und die ersten Bilder, die wir jetzt hier im Studio geschossen haben. Macht die Kamera erstmal soweit einen ganz vernünftigen Eindruck, aber in dem Preisbereich erwarte ich jetzt hier auch ein bisschen mehr, als was sonst so meine 50 bis 100 Euro Geräte so bringen. Ja, Details sind auf jeden Fall hier noch ganz gut erhalten. Seht ihr mal hier die Oberfläche, das hat er noch gut hinbekommen. Aber das sagt uns ja jetzt auch nicht so viel aus, eigentlich mehr so über die Makroleistung. Was die Kamera wirklich drauf hat, das werden wir natürlich erst im Review wirklich klären können, denn da mache ich auch noch einige Außenaufnahmen. Oh, die Rückseite wird gerade ein bisschen warm. Oh, mal beobachten, wirklich unter Last läuft das Gerät ja gerade nicht. Und da werde ich auch die Kamera natürlich dann hier unter verschiedenen Lichtverhältnissen hier noch testen und schauen, was die so drauf hat. Aber wie gesagt, also bei 190 Euro habe ich gewisse Ansprüche und ich bin gespannt, ihr hoffentlich auch, ob Meizu mit dem S8 diesen Ansprüchen auch gerecht werden kann. Denn die Konkurrenz ist groß, die Preise sind niedrig. Nun denn, viel mehr kann ich jetzt dazu erstmal nicht sagen. Mir gefällt das Teil. Rückseite aus Plastik, das gefällt mir nicht, ist jetzt auch erstmal an der Stelle der größte Kritikpunkt. Aber ihr wisst ja, die inneren Werte, ne, die inneren Werte, die sind auch nicht ganz unerheblich. Nicht ganz unerheblich wichtig. Und vor allem, es ist auch leichter. Ne? Also, was hat man gesagt? Ja, 191 Gramm hatten wir gesagt. Und wenn wir zum Beispiel ein anderes 18:9 Display, ein anderes 18:9 Gerät mal hier auf die Waage prügeln, wortwörtlich, ja, das Meizu Comet zum Beispiel, 237 Gramm, da finde ich das eigentlich recht angenehm. Eben genauso, vor allem 6,1 Zoll, hier auch 18:9, 5,7 Zoll und hier allerdings noch im normalen Format, wenn ich mich nicht irre, 5,5 Zoll. Ja, also hat halt alles irgendwo seine Vor- und Nachteile. Aber ich finde es gut, dass es hier auch mal ein Gerät gibt, ein großes Gerät im 18:9 Format, was halt mal nicht so ein übelster Prügel ist. Hier von der Stärke her, das ist auch recht schlank, sag mal, es ist noch vertretbar. Hier auch mal verglichen mit dem Meizu Comet, ja, dagegen ist das Comet wirklich, ein Comet halt, nicht wahr? Und somit muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich denke mal, die Rückseite wird mit der Zeit auf jeden Fall hier sich Kratzer einfangen, aber dafür ist es vergleichsweise leicht, vergleichsweise schlank. Und die technischen Daten allerdings, die finde ich ganz super. Das Display macht einen hervorragenden Eindruck. Ich denke mal, dass ich auch von der Leistung hier nicht enttäuscht werde. Die UI, ja gut, wurde ein bisschen dran rumgespielt, aber jetzt auch nicht unbedingt zum Negativen des Gerätes. Ich finde es soweit okay. Ob man den App Drawer jetzt braucht oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, ansonsten wartet einfach auf das Review. Ihr findet die Links zu dem Gerät eben unten in der Videobeschreibung, wo ihr das eben herbekommt. Mir bleibt nur eins zu sagen. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Wenn euch dieses hier gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, also nicht das Gerät, sondern das Video. Gebt mir noch einen Daumen nach oben, abonniert vielleicht meinen Kanal. Ihr seht ja hier die ganze Technik auf dem Tisch. Hier noch mein aktuelles Tablet, ein X9. Da ist noch ganz, ganz viel am Laufen. Ich habe auch ein Giveaway am Laufen. Kommt auf moschus.de im Forum, meldet euch an, da verschenke ich ein Onda-Tablet. Auch da gibt es nochmal viele weitere Artikel und tolle Angebote und was weiß ich nicht alles. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.